Ja, Werder Bremen im Derby hier in Hamburg bei uns. Wir hatten natürlich uns sehr viel vorgenommen. Wir wussten, dass es ein giftiges Spiel wird. Wir wussten, dass sie zweikampfstark sind. Bisher sind alle Spiele von uns gegen Bremen ziemlich intensiv gewesen. Und so wie heute auch. Und wir freuen uns auf jeden Fall, als Sieger vom Platz zu gehen. Und das hat uns einfach entlastet. Ich denke, wir kommen mega gut in die Partie. Wir sind von Anfang an bissig. Wir haben uns das Ziel vor dem Spiel vorgenommen, hier mitzuhalten und vielleicht auch was mitzunehmen. Und ich glaube, das hat jeder gesehen in der Halle. Wir waren auf einem Niveau mit Panthers. Darauf sind wir stolz. Und ja, am Ende ein bisschen unglücklich. Viele Fouls gemacht. Passiert. Wir sind auch eine unerfahrene Truppe. Muss man einfach sagen, Panthers, das sind einfach alte Hasen. Wir haben viele Neuzugänge bekommen. Deswegen denke ich, es war ein ordentliches Spiel. Viel Emotionen. So, was Nordderby, das gehört dazu. Und ich glaube, jeder in der Halle hat das Spiel genossen. Und ja, jetzt fahren wir zwar traurig nach Hause, dass wir verloren haben, aber sind auch stolz auf unsere Leistung. Ja, war ein sehr schönes Tor, muss ich sagen auch. Aus der Ecke direkt in den Winkel. Ich glaube, der Torwart von uns konnte auch damit. Konnte da auch gar nicht reagieren. Ist auch wirklich super, super geschossen, super auch den Ball bekommen aus dem Winkel. Ja, wir haben sie erstmal ein bisschen kommen lassen, weil wir nicht wussten, okay, sie haben ziemlich viele neue Spieler. Wir wollten sehen, wie sie agieren, damit wir auch ein bisschen reagieren können. Eigentlich agieren wir selbst und die Gegner reagieren, aber wir waren ein bisschen wackelig auf den Beinen. Das stimmt, die ersten Minuten und dann auch prompt das erste Tor bekommen. Aber wir haben uns dann irgendwann gefangen, haben auch Druck gemacht und dementsprechend auch die Zweikämpfe gewonnen und auch wieder ausgeglichen. Und in Führung gegangen. Ja, ich sag mal so, am Ende hat uns echt, also kann ich sagen, also schätze ich mal, dass uns schon die Kraft gefehlt hat. Also viele haben von uns heute Fußball gespielt oder gestern. Dann sind wir heute hergereist, alle ganz hektisch. Ja, und dann natürlich irgendwann lässt die Luft nach. Panthers hat viel Ballbesitz gehabt. Aber das war auch unser Ziel. Wir wollten tief stehen, wollten dann auf Konter spielen. Und ja, das ist uns gut gelungen. Wir hatten viele Torchancen. Ja, am Ende war es ein bisschen unglücklich, sagen wir mal so. Ja, aber okay, passiert. So ist Fußball. Oder Futsal, eher gesagt.